Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die drei wichtigsten Signale für einen harmonischen Spaziergang. Ja, was brauchen wir für Signale, wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind? Also ich finde zum Beispiel, ein ganz wichtiges Signal ist Warte. Warte, tatsächlich. Also das könnt ihr über ein Handzeichen machen, also dieses Warte. Ihr könnt es über einen langgezogenen Zischlaut machen, über das mache ich total gerne. Und ich kombiniere gerne diese zwei Signale, also zum einen das akustische Signal und dann mein Handzeichen. Bedeutet, ich bringe Ruhe in die Situation rein. Warten ist für mich ein enorm wichtiges Signal, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin. Das nächste Signal, komm. Ja, oder? Kennt ihr auch die Situation, wenn ihr euren Hund 5-mal, 10-mal mit seinem Namen ruft? Ich weiß, dass euer Hund den Namen kennt, aber er dann trotzdem nicht kommt. Also das finde ich ein enorm wichtiges Signal. Hunde, die abgeleint werden, sollten dann auch kommen, wenn man sie ruft. Das ist super nervig, wenn ein Hund sich verselbstständigt und irgendwie zu anderen Leuten hinläuft, zu anderen Hunden hinläuft und der Hundehalter ruft unentwegt und der Hund kommt nicht. Ja, das kann auch andere Hunde nerven, wenn dann so aufdringliche und rücksichtslose, respektlose Hunde auf einen zugelaufen kommen. Ja, dann ist auch euer Hund vielleicht manchmal echt überfordert mit dieser geballten Ladung Energie. Also das zweite wichtige Signal ist komm. Und wer das noch nicht so zuverlässig beherrscht, der gehört schlichtweg an die Leine. Ganz genau. Hunde, die eben nicht hören, wenn man sie ruft, kommen an die Leine. Das dritte Signal, welches ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist Lauf. Dass man dem Hund die Möglichkeit gibt, dass er sich frei entfalten kann. Also wenn ich einen Hund einfach nur ableine und er macht, was er will, dann lernt er ja nicht, auf mein Signal zu warten. Sprich, das Warte kann dazu beitragen, dass man dann dem Hund erst erlaubt, loszulaufen, wenn man ihm auch das Signal dazu gibt. Also, das sind für mich die drei wichtigsten Signale. Warte, komm und lauf. Mehr braucht man eigentlich nicht zum Spaziergang. Ob euer Hund dann, wenn ihr irgendwo wartet, ins Platz gelegt wird oder ins Sitz gebracht wird, das bleibt euch überlassen. Das gibt dann vielleicht für euch so ein bisschen mehr psychologische Sicherheit. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Also komm, warten und lauf sind für mich so die wichtigsten Signale, die ich einsetze. Weil ich möchte nicht, dass meine Hunde andere Hunde oder andere Menschen belästigen. Ich möchte, dass sie zuverlässig zu mir kommen, wenn ich sie rufe. Das braucht eine gewisse Zeit. Bitte habt da echt Geduld, aber seid konsequent. Und ich merke das jetzt gerade bei den Frischlingen hier, Beche und Hesel. Also mit dem Hören ist noch so eine Sache. Ne? Ja, wir sind kleine portugiesische Rebellen und wir haben einen eigenen Kopf. Und da braucht man echt richtig viel Geduld und das richtige Timing. Und das Kommen ist eben eine ganz wichtige Geschichte, das Warten ist eine wichtige Geschichte und das, okay, lauf, jetzt hast du die Möglichkeit, dich zu entfalten, also sprich Freiheiten auszuleben, folgt immer nach einer Grenzeinhaltung. Wer Grenzen einhält, der darf auch Freiheiten genießen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Probiert doch einfach mal diese Signale aus, vielleicht helfen sie euch ja beim Spaziergang. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach hier unter das Video
oder wenn ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, ja, dann gebt einen Kommentar ab und abonniert meinen YouTube-Kanal. Freue ich mich. Bis dahin, tschüss und jetzt abwarten, kommen und laufen.